Aloha, ich grüße euch. Lockdown Tag 49 und heute der reinste Katastrophentag für mich. Also eher gesagt einen Tag vorher, weil wir haben ja jetzt Montag. Ich drehe ja immer vor, meistens. Also das könnt ihr daran sehen. Wenn die Videos nachts hochgeladen werden, dann habe ich sie natürlich einen Tag vorher gedreht. Und wenn die erst nachmittags oder abends kommen, dann habe ich sie am selben Tag gedreht. Ja, ich wollte heute so fleißig vorproduzieren und ihr könnt mir glauben, ich habe viele Videos gedreht. Ich habe angefangen, das hier nachzubasteln. Wolltet ihr gerne sehen, die Medikamentenbox. Ich bin auch ziemlich weit gekommen. Video ging nämlich bald eine Stunde. Ich habe das Innenleben falsch zusammengeklebt. Also Video gelöscht. Aber ich zeige es euch, also ich drehe das irgendwann nochmal neu. Nur heute nicht. Dann habe ich gedreht, einseitig laminieren. Und ich, The Brain, habe natürlich dieses Papier genommen von Kik, was so glänzt und sich nicht gut laminieren ließ. Das hat schon mal, also das hier hat jetzt geklappt, aber das erste nicht richtig. Das ist in Wellen drin, hat nicht richtig geklappt. Ich denke, nee, kannst du nicht zeigen, machst du auch noch mal in Ruhe. Gut, dann habe ich ja gedacht, ich habe ja das neue Druckknopfding, zeige ich das mal. Habe ich dann hier dran gemacht, wo ich denke, ja super, du brauchst, die sind ja recht schwer, du brauchst ja auch, das ist auch laminiertes Papier, ein bisschen Pack an. Und so ist das ja sofort kaputt. Ist ja irgendwie blöd. Denke ich, ja, machst du das hier? Ja, hat ja super geklappt. Ist nämlich schief und geht total schwer. Dann habe ich dann noch die Ribbons als Beispiel gemacht, die man auch damit machen kann. Ja, das ging eigentlich ganz gut, aber das hier war mir halt zu blöd. Ich zeige es euch, wie gesagt, jetzt trotzdem, aber es gibt dazu ein extra Video, wie was gemacht wird und zwar in Ruhe und nicht dann in so einer, ja, Hektik kann man nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe heute irgendwie einen blöden Tag, kann man auch nicht sagen. Ich hatte heute den Anspruch, 3-4 Videos vorzudrehen, dass ich, weil ich auch diese Woche noch Termine habe und auf der Arbeit auch noch einiges zu tun habe, ein bisschen in Vorproduktion zu gehen und dann ganz entspannt. Und das war der Fehler. Aber da könnt ihr ja nichts für. Ja, ich ja eigentlich. Ne? Ich könnte ja auch einfach mal sagen, schöpferische Pause. Aber ja, ich hoffe, ich halte die 14 Tage noch durch. Also wie gesagt, ich hätte mich so gefreut, euch dann morgen hier diese Medikamententasche zu zeigen und alles. Und das hier, aber es hat irgendwie alles nicht sollen sein heute. Wirklich, kennt ihr das? Ihr habt Bock zu basteln und alles geht schief. Und dann kommt bei mir ja noch der Druck mit dem Filmen und, herrje. Gut, aber da ich euch ja heute jetzt nicht im Stich lassen will und euch nicht enttäuschen will, habe ich gedacht, lang ersehntes Video und jetzt werden einige Yippie schreien. Und zwar, da kann ich hoffentlich nichts falsch machen. Lala, Stickermaschine, Stickermaschinenvergleich. So, weil das ist ja einfach und easy, sollte es zumindest sein, werden wir am Ende vom Video sehen. Und zwar habe ich zwei Stickermaschinen. Eine hat die liebe Elisabeth mir geschenkt, dieses kleine Scheißerchen hier mit einem Nachfüllerchen. Sie hat gesagt, sie hat die kleine hier von Bastelwelt Schobes. Ne, deswegen, also ich kann euch da nichts verlinken, das müsst ihr selber mal googeln. Xyron Stickermaschine. Und die hier habe ich ja schon seit Jahr und Tag im Keller noch nie ausgepackt. Also erst als Elisabeths Maschine kam, habe ich dann gedacht, oh, die hast du schon so lange im Keller, pack die doch mal aus. Und es ist auch eine Xyron, aber in groß. Und da sind verschiedene Sachen bei. Also so sehen diese Nachfüllerchen aus. Und zwar ist das ein Sticker- und Kaltlaminiergerät mit integrierter Schneidvorrichtung. Und Elisabeth hat sich die auch direkt dann noch besorgt und hat gesagt, da gibt es auch irgendwie Glitterfolien zu. Da habe ich so überhaupt keine Ahnung von. Wie gesagt, ich habe einmal das getestet. Mehr habe ich noch nicht damit gemacht. Und wir machen das jetzt einfach mal. Wobei ich schon von Anfang an sagen kann, diese Nachfüller, da habe ich nämlich, ich weiß nicht mal, wo ich sie her habe, aber diese Nachfüller hier kosten irgendwie 26 Euro noch was. Finde ich mega, mega teuer. Ne? Und ja, ich finde das hier praktischer, weil was man, wenn man große Sticker hat, da kann man auch Kleber hinter tun. Ne? Da brauche ich diese Maschine nicht.
Aber für kleine filigrane Teile, wo man wirklich fummeln muss mit Flüssigkleber, dafür, dann reicht doch dieses Maschinchen. Ist jetzt so ad hoc meine Meinung, aber ich zeige es euch beides. Das Ding werde ich natürlich auch erstmal nutzen und dann überlege ich, ob ich es dann wahrscheinlich verkaufe. Aber vielleicht werden wir noch gute Freunde, wo ich denke, boah, okay, aber das ist schon eine Hausnummer, wenn ich 26 Euro für so einen Nachfüller bezahlen muss. Da überlegt man sich dreimal, was man denn da durchkurbelt. So, ich erkläre euch erstmal die hier. Da ist nicht viel was bei zu können. Die sieht aus wie ein X, ne? Die heißt ja auch X. Xyron, obwohl die heißt auch X-Xyron, das Modell 510, die große. Und hier steht jetzt irgendwie nichts bei, aber wie gesagt, hier so ein kleines X, fertig. So, jetzt nehmen wir uns mal irgendein Ausstandsteil. Ne? Also ihr könnt ja damit alles zum Aufkleber machen, was ihr möchtet. Ich gucke mal gerade, was ich hier so habe. Hier. Ne? Möchte ich hier das Herz, möchte ich einen Sticker rausmachen. Ich lege das einfach hier rein und ziehe hier unten dran. Und dann reiße ich das hier ab. Da ist nämlich auch so eine Abreißkante bei. Ups, so. Das geht nochmal leicht, aber no normal, Entschuldigung, hat man es auch am Tisch stehen. Ne? Gehe hier nochmal so ein bisschen drüber. Kann die Folie abziehen. So, und habe hier meinen Sticker. Ne? Hier ist jetzt Klebe drauf. Ne? Und ganz ehrlich, ich würde, also eigentlich würde ich aus diesem Herz jetzt keinen Sticker machen. Das würde ich aufkleben, einfach mit Flüssigkleber. Aber für filigrane kleine Teile ist die ideal. Also es geht mega schnell, ne? Und man hat ratzfatz seinen Sticker. Finde ich total cool. Ne? Aber ich würde es halt, weil ich weiß nicht, was diese Nachfüller kosten. Ich denke, die werden so, ich habe noch nicht geguckt, aber ich denke, die werden so wahrscheinlich auch 6, 7 Euro kosten. Ich meine, Elisabeth hätte es auch mal irgendwo drunter geschrieben. Trotzdem muss man das ja nicht verquatschen, wo man einfach hier Flüssigkleber drauf tun könnte. Ich denke, die ist ideal für kleine filigrane Teile und dafür werde ich es auch nutzen. Ja? So, jetzt kommen wir zu dem Megateil, wobei ich da jetzt nicht tauschen werde mit Laminierfolien. Da sind wohl auch Laminierfolien bei. Ich habe das in einem gekauft. Ich meine, ich hätte damals 30 Euro bezahlt. Aber das ist 4, 5, 6 Jahre her. Sünde ohne Schande. Ne? Aber das war dann gerade mit Umzug und dann ins neue Haus und Hochwasser. Und das war gerade alles zu der Zeit. Und da ist die halt im Keller gelandet. So, ich habe hier Klebezeug drin. Also, dass es halt dicker werden und keine Laminierfolie. Aber Elisabeth hat die sich ja jetzt auch gekauft. Die kann ja vielleicht berichten, vielleicht hat sie schon mehr damit gemacht und mehr Erfahrung. Elisabeth, wenn du magst, kannst du ja gerne mal drunter schreiben, wie du mit diesem großen Scheißerchen zufrieden bist. So, jetzt müsste ich ja irgendwie was mal suchen, was ich kleben möchte. Jetzt habe ich super vorbereitet, ne? Ich will auch nicht irgendwas dadurch schieben, sondern das soll schon Hand und Fuß haben. Weil es halt auch teuer ist und ja, irgendwo ein bisschen einen Sinn haben. Also ich würde vielleicht ein großes Cutting-Die-Teil, obwohl man das halt auch kleben kann mit Flüssigkleber. Ne? Aber vielleicht ein großes, was noch filigrane Ausläufer hat. Und irgendwie so, das würde ich dafür halt nehmen. Ich nehme mir mal hier so einen Cutting-Die-Block. Und dann suchen wir mal was raus. So. Nee, ich nehme einen anderen. Entschuldigung, ich nehme mal hier Mickey Mouse. Mickey Mouse ist gut. So.
vielleicht was, was ein bisschen größer ist. Gucken wir mal. Das hier vielleicht, ne? Obwohl ich das, das hier. Das nehmen wir mal. Das kann ich in meinem Bullet Journal verwenden. Das gefällt mir. So. So, und dann lege ich das einfach hier rein. So, und ich würde vielleicht noch was reinlegen, weil es ist ja noch ein bisschen Platz. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ich guck mal, dann vielleicht noch was Kleineres. Ich muss mal gerade ein bisschen, wie viel haben wir Platz? So viel passt die hier noch rein. Ich guck mal, dass die daneben passt. Ja, passt daneben. So, ich zeige es euch jetzt. So, ja, ich habe jetzt beides reingelegt. So. Und dann kurbel ich einfach. So, kurbel. Kurbel, kurbel. Und hier kommt es schon raus. Also es ist easy peasy. Und dann gucke ich. So, jetzt habe ich schon alles. Wo ist das Schneidding? Ne, das ist da. So, dass ich nicht zu viel Verschnitt habe. Und wie konnte ich jetzt nochmal schneiden? Bin ich blöd? So, ne, kannst hier. Ah, das ist, glaube ich, zu knapp. Noch ein Tick. So, nehme es runter und schneide mir es ab. Ne, war doch, hätte ich da schneiden können. Das schneidet hinten ab. Okay, das muss man dann erstmal wissen. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich mit der Maschine arbeite. So, nochmal ein bisschen hier so, dass der Kleber sich überall verteilt. Dann kann ich die Schutzfolie abnehmen. Und habe zwei Aufkleber. Ne? Da kann ich mir dann vielleicht, also sinnig ist es vielleicht auch, wenn einer sagt, ich habe Zeitschriften, dann nehme ich viel raus. Und auch filigrane Sachen schneide ich mir aus, mit viel Liebe zum Detail, dass man sich daraus dann Aufkleber macht. Ne? Und hier kann ich jetzt, es klebt halt, ne? Es ist ein Sticker. So. Und dann muss man wissen, was ist mir das wert? Ne? Versuche ich irgendwie das selber mit Flüssigkleber irgendwie ein bisschen aufzubringen oder ist mir das wert, so eine Stickermaschine zu kaufen und die teuren Nachfüller. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht günstiger gefunden. Falls jemand anders andere Informationen hat, gerne mir Bescheid geben, weil dann cool ist das Ding schon. Aber es sind halt echt Kosten, wo ich mir lieber andere Sachen für kaufe. Ne? Die hier, die kleine, kriegt ganz klar einen Daumen nach oben, weil die ist für gerade mal eben und für filigrane Teile wirklich top. Und das große Teil hier kriegt von mir, ja, so wegen der teuren Anschaffungskosten. Wie gesagt, Kaltlaminieren habe ich noch nicht probiert. Ich habe ein normales Laminiergerät, brauche ich nicht. Wenn die Nachfüller halt günstiger wären, ist das mit Sicherheit eine coole Sache. Mal schnell kurbeln. Ihr habt gesehen, da ist überhaupt nichts dran zu können. Außer, dass man vielleicht weiß, wie das hier funktioniert. Ansonsten ist das easy peasy. Aber wirklich, für meine Verhältnisse finde ich es sehr teuer. Aber vielleicht sagt einer von euch, boah, ich habe die Nachfüller gesehen für 12 Euro. Ne? Kann ja sein. Wäre ich natürlich froh drum, dann bleibt dieses Ding bei mir. Sollte sich das rauskristallisieren, dass diese Nachfüller wirklich so teuer sind, werde ich das Ding irgendwann verkaufen, wenn meine Sachen leer sind. Ne? Ja, das war mein Fazit von dieser Siren 110 und dieser Siren X. Also klare Kaufempfehlung, recht günstig in der Anschaffung, ich glaube um die 15 Euro, Nachfüller 6, 7, 8 Euro um den Dreh. Wie gesagt, die liebe Elisabeth hat sie mir geschenkt und sie hat gesagt, weil beim Auspacken schon die Frage kam, also unter dem Video, wo ist die her? Sie hat sie von der Bastelwelt Schobes. Ich habe mich sonst noch nicht drum gekümmert, wo es die gibt und ich meine, sie hätte kommentiert, dass der Nachfüller so um den Dreh wäre, also 7, 8 Euro. Und gesagt, und hier habe ich, die habe ich dann endlich aus dem Keller geholt. Für mich ist sie alt, ich habe sie vor 5, 6 Jahren gekauft.
vor ein paar Wochen das erste Mal rausgeholt, halt in Verbindung, weil Elisabeth mir dieses Maschinchen geschenkt hat, wo ich denke, ach, du hast noch eine Stickermaschine im Keller. Ja, das war dann halt diese. Und ich finde die Nachfüller halt zu teuer. Und entweder ist das ein altes Modell, das nicht mehr hergestellt wird, also von den Nachfüllern, oder halt nicht zu viel gekauft wird und deswegen sind die Nachfüller so teuer. Keine Ahnung, ich finde es sehr teuer und man muss sich halt wirklich überlegen, was schießt man da durch. Oder man sagt, das Geld ist mir egal, ich nehme das Ding einfach. Das ist jetzt die Frage. Cool ist es auf jeden Fall, nur halt der Nachteil mit den Nachfüllern. Aber vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren. Ne, ihr habt hier coole Aufkleber. Da habe ich jetzt irgendwo aber auch noch was gesehen von wegen Sticker und filigrane Sachen kleben. Es gibt so ein, das ist ein DIN A4 Sheet mit lauter kleinen Klebedots und da macht man einfach das filigrane Teil drauf, streicht ein bisschen drüber, dann nimmt das diese Dots auf und dann kann man es auch aufkleben. Ja, Sticky Sheet, ich weiß nicht mal, wie es hieß. Muss ich mal gucken in meinem Verlauf, wer das nochmal war. Wäre nämlich auch mal eine interessante Variante und halt auch gucken, wie teuer das ist, ob sich da irgendwas dran tut. Naja, so, ich hoffe, ihr seid zufrieden, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Und ja, habt jetzt Lust, eine zu kaufen oder auch nicht? Oder ich konnte euch helfen bei der Entscheidung, welche will ich oder will ich überhaupt irgendeine? Wie gesagt, mein Fazit, das klare Kaufempfehlung und das hier unter Vorbehalt. Wenn ich günstigere Sachen finden würde, fände ich das eine coole Maßnahme, aber auch nur dann. So, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich richtig, richtig drüber freuen. Einen lieben Kommentar sowieso immer. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr und wir sehen uns morgen. Tschüss!